Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Beer Mover Talk. Ihr wisst ja, Beer Mover, das ist der Talk mit Menschen, die etwas bewegen, etwas verändern wollen, im positiven Sinne. Ich heiße Jörg Howe und jetzt legen wir los. Und heute ist da Stefan Spohn. Stefan ist hauptamtlich angestellt beim SC Freiburg, hat aber eine Menge Jobs, die er macht. Was ist denn deine Kernkompetenz? Was ist eigentlich dein liebster Job, den du hier machst? Ja, im Endeffekt mache ich alle erstmal Hallo zusammen. Ja. Eigentlich mache ich alle Jobs gerne. Wir sind ja hier mit dem Mannschaftsbus, klar, das ist ja mein Baby. Ansonsten ist mein Hauptjob eigentlich dann für die technische Verantwortung in den Standorten Dreisamstadion und Freiburger Fußballschule. Daneben her mache ich noch die Fuhrparkbetreuung. Das sind eigentlich alles so unterschiedliche Jobs, wo ich jetzt keinen einzigen jetzt rausfiltern will. Klar, mit dem Bus, mit den Jungs, Bundesliga, ist dann immer noch ein bisschen. Ja. Wie bist du denn zum SC Freiburg gekommen? Denn eigentlich einen Fußballverein sucht man sich ja nicht aus, den kriegt man irgendwann. Du hast auch mal eine ganz seriöse Ausbildung gemacht, beim Audi. So. So. Und wie bist du dann hierher gekommen? Ja, das war eigentlich Zufall und ganz witzig. Ich will es hier nicht die ganze Story erzählen, das wird die Sendezeit sprengen. Wie gesagt, ich komme aus der technischen Branche und habe bei der Bundeswehr die Führerscheine gemacht, wie man es halt so früher gemacht hat. Habe da in einer Spedition gearbeitet und irgendwann hat der SC Freiburg, der da noch nicht so bekannt war, das Reiseunternehmen gewechselt und der Volker Finke dazu mal wollte einen jungen, dynamischen Busfahrer. Und mein damaliger Chef kam zu mir und sagte, Sponny, du hast doch einen Busführerschein. Vom Typ her, das könnte passen, wir brauchen da einer, wir brauchen den Auftrag. Geh da hin und versuch das. Und ich so, Busfahren, ich habe andere Sachen für die Zukunft. Schauen wir mal. Und tatsächlich habe ich das auf das Abenteuer eingelassen und bin da an dem besagten Tag dann da hingefahren zu dem Freundschaftsspiel, das dann auch jeder weiß, schiefgegangen ist, mich verfahren und ich habe gedacht, das war's, okay, ich kann mich alles anderem wieder widmen, wie ich es vorhab. Und tatsächlich kam dann der Anruf von Volker Finke, von dem Unternehmer, also dieser Spohn, den nehmen wir, der ist gut. Okay. Und ich so, okay. Somit bin ich zu dem Job gekommen. Du musstest damals aber nicht selbst gedrehte Zigaretten rauchen, ne? War das nicht so bei Volker Finke, dass du immer noch selbst gedreht hast? Das war tatsächlich noch so, selbst gedreht, aber im Bus war da zumal auch schon absolutes Rauchverbot. Ja. Also es waren strenge Regeln auch bei Volker Finke schon in Anfangszeiten. Kannst du dich noch an deinen ersten Bus erinnern? War das ein Mercedes, war das ein Setra? Ja, ein Mercedes O404 mit violetten Sitzen und orangen Vorhängen. Kann ich mir ganz gut erinnern, weil den Bus habe ich tatsächlich nicht dürfen mit aussuchen. Alle anderen Busse in den nächsten Jahren, wo wir dann umgestiegen sind auf Setra, konnte ich mir konfigurieren, wie ich ihn haben wollte, vom Sitz bis zur Motorisierung, hatte ich da freie Hand und das war top. Und wie hat sich dein Fahrerlebnis geändert? Ist das leichter geworden, mit den Bussen zu fahren? Wenn ich den richtig sehe, das ist ja ein Riesentrum hier. Die werden auch immer irgendwie größer, habe ich den Eindruck. Ist das einfacher geworden oder bleibt das so komplex, wie es schon immer war? Ja, also früher musste man halt noch mit Handarbeit. Das sage ich den jungen Fahrern heute immer noch. Ihr wisst gar nicht, wie das war in der Stadt. Schauen, lenken und schalten. Es hat sich schon einiges getan, gerade auch in der Entwicklung von der Technik. Ich bin da ja auch von der technischen Seite, kenne ich mich ein bisschen aus. Und aus Unternehmen oder der Unternehmer, wo wir den Bus her haben, ist da auch immer, will immer das auf dem Top-Niveau, was die technische und Sicherheitskomponente anbetrifft. Und es hat sich natürlich in dem Fall schon was getan. Die Busse werden immer länger, größer. Als Bundesliga braucht man Platz, sowohl auch für die Person als auch fürs Gepäck. Wir könnten also locker noch mal 2 Meter dran machen, wenn es möglich wäre. Kriegt ihr denn eigentlich immer alles rein? Inzwischen ist das ja so, da sind Physiotherapeuten dabei, da sind Leute fürs Aufwärmen dabei, ein Torwarttrainer, alles Mögliche. Und dann Ersatzspieler natürlich auch, es sind auch mehr geworden. Passt das noch alles in den Bus? Noch, ja. Wie gesagt, ich habe schon erzählt im Vorgespräch leicht, es gibt Vereine, da passen die nicht mehr, weil die haben einfach noch mehr Stuff dabei, auch für die Auswärtsspiele. Da fährt dann ein zweiter normaler Bus mit oder ein Gepäckbus. Wir kriegen aktuell Stand gerade noch alles rein. Neue Saison gibt es ein neues Regelwerk. Man kann 20 Ersatzspieler mitnehmen. Die athletische Abteilung wurde aufgestockt. Es gibt noch mal einen Fitnesstrainer dazu. Und so mit reisen wir schon mit einer recht hohen Reisegruppe. Das heißt, wir sind an der Grenze. Es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen. Bis wohin fahrt ihr mit dem Bus? Du musst ja auch Ruhezeiten einhalten. Genau.
Also ich habe noch einen zweiten Kollege, den ich auf Abruf habe, wenn der mir entgegenkommt. Oder ich nehme auch manchmal für längere Tagesreisen, wenn wir ins Trainingslager fahren oder Europa League, bis nach Griechenland oder wo auch immer, brauchen wir einen zweiten Fahrer. Also die Mannschaft fährt mittlerweile, da sind wir ziemlich Vorreiter in der Bundesliga, in Westen eigentlich mit dem Bus, also Köln, Leverkusen und so. Und alles andere, was dann wirklich weiter ist, wie 5 Stunden fliegen wir dann auch oder englische Wochen wird geflogen. Das ist einfach Standard in der ersten, zweiten, sogar teilweise in der dritten Liga. Also Berlin zum Beispiel würde ich immer mit Flugzeug machen. Ja. Und fährst du dann mit dem Bus sozusagen vorher los, um rechtzeitig da zu sein und den Weg dann ins Stadion dann mit dem Bus zu machen. Genau, wir haben ja mittlerweile den Vorteil, dass der Flughafen direkt am Stadion ist und wir fliegen Charterflug. Wir nehmen auch nur so viele Leute mit, wie der Charterflug die kleinste Maschine hergibt. Fliegen nicht mit großen Maschinen, dass man da auch ein bisschen, wir schauen doch auch ein bisschen die Umwelt dann, wenn man überhaupt darüber reden kann, überhaupt, dass wir überhaupt fliegen. Und klar, man kann sich nicht vorstellen, aber wenn jetzt der Bus so stehen würde, gepackt, denkt man auch als Laie, das ist ja ist nicht wie am Wochenende eine Bierkiste und zwei Trikottaschen, sondern der Bus ist wirklich voll mit medizinischen Geräten, mit Massageliegen, das Equipment für die Mannschaft. Gerade im Winter hat man viel Wärmejacken, das nimmt ja alles Platz weg und der Bus ist wirklich randvoll. Und wenn ich mir das so vorstelle in Berlin, ist das nicht Stress für dich, wenn du dann mit dem Bus in Berlin fährst? Gerade so Radfahrer, aufpassen, toter Winkel und all sowas. Aber ich habe am Zug mal ein Interview und so und ich sag's immer wieder, was ich hier habe, das ist ja ein Traum von Busfahren. Jeder Linienbusfahrer oder gerade ein Busfahrer in Berlin oder in jeder großen Stadt, der täglich 8 Stunden Linienbus fährt, der hat natürlich vom Fahren her deutlich mehr Anstrengung oder muss viel konzentrierter sein, hat deutlich mehr Stress wie ich, wenn ich in Berlin bin. In Berlin, wir haben immer die gleichen Hotels in der Regel, die Stadien sind immer gleich, die Einfahrten sind gleich. Nach so vielen Jahren ist das Routine, klar. Radfahrverkehr wird immer mehr. Wir haben mittlerweile Totenwinkelassistenten, wir sind auf sicherheitstechnischen auf dem besten Niveau. Von Stress zu reden wäre jetzt übertrieben. Wie gesagt, jeder Linienbusfahrer oder Berufskraftfahrer hat da jeden Tag deutlich mehr Stress wie ich. Okay. Wie schaffst du es, deine Jobs alle unter einen Hut zu bringen? Also ich stelle mir vor, Berlin, Auswärtsspiel, du fährst hin, dann bist du ja meinetwegen, wenn ihr Samstag spielt, bist du Freitag schon lange unterwegs wahrscheinlich. Genau. Und was machst du dann mit deinen anderen Jobs? Mit der Jugendfußballschule, mit dem Dreisamstadion? Du müsstest meine Frau gefragt werden. Nee, das ist tatsächlich schwierig, aber wir wachsen ja auch, der Verein wird größer. Da kriegen wir jetzt auch eine Lösung, einfach mit einem Personal einstellen. Ich habe gute Mitarbeiter, die mich da unterstützen. Und da ist einfach wichtig, gutes Zeitmanagement. Es sollte ja nicht so Lasten von irgendwelchen Arbeitszeitgesetzen oder von Lenkzeiten oder irgendwelchen Pausen führen. Okay. Aber das kriegen wir schon ganz gut hin. Früher war es ein bisschen schwieriger, aber heute kriegen wir es schon besser hin. Und hat der SC Freiburg ja eine beachtenswerte Karriere hinter sich. Merkst du, dass euch Sympathie entgegenkommt? Nicht nur hier, sondern auch auswärts? Es ist tatsächlich so, das ist wirklich so, das ist aber nicht seit jetzt, wo wir gerade so einen Hype haben, sondern das ist eigentlich schon seit den letzten 25 Jahren so. Die Gallier aus dem Süden da unten, also ich kenne es ja von anderen Bundesliga-Kollegen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo man miteinander schreibt, sich austauscht, Probleme. Und jetzt zum Beispiel Leipzig oder Bayern oder Dortmund, die müssen fast immer ihre Mannschaftsbusse in die Stadtwerke oder ins Stadion stellen, weil es einfach nachts am Hotel dann zur Randale oder irgendwas kommt. Und bei uns ist das gar nicht so. Ja, das ist schön. Also wirklich, man merkt es. Okay, wollen wir mal reingucken in die Kiste? Wir dann gehen wir da hin. Ne? Alles Baby. Klar. Rein in die gute Stube. Ja, schön warm ist es. Perfekt. So. Wir kommen am Zockertisch. Ja. Wird hier gezockt? Generationen verschieden. Also es gab schon die PlayStation-Zeit, es gab wirklich ganz Anfangszeiten, was sie auch immer gespielt haben, aber ganz in den Anfangszeiten, zu Zeiten von Jörg Schmadtke und so, die haben schon noch ein bisschen mehr Karten gespielt. Da lag dann auch schon mal der ein oder andere Schein auf dem Tisch, das kann man ruhig sagen. Die haben für sich halt dann, haben sie ja gezockt. Und dann kam irgendwann die PlayStation-Generation, dann wurde PlayStation gespielt. Wurde ja schon mal Schafskopf gespielt, je nachdem. Und was sie jetzt gerade machen, nicht mehr so viel. Die meisten haben ihr Laptop oder ihr Tablet, wo sie einen Film anschauen, weil wir auch WLAN und Internet haben. Und dann macht eigentlich jeder seine Sachen. Hier hinten haben sie hinter dann den Tisch unten und eine Beinauflage und strecken die Beine aus. Aktuell, das kann sich wieder ändern. Okay, gut. Aber wie viel kriegst du überhaupt mit davon?
wenn du sozusagen fährst, wahrscheinlich wenig. Ne? Beim Fahren kriege ich wenig mit. Die kommen ab und zu mal vor für irgendeinen Spruch, wenn ich mal ein bisschen stärker bremsen muss oder irgendwas fehlt, kein Getränk oder irgendwas da ist. Aber ansonsten kriege ich während der Fahrt wenig mit. Ja. Wie stellst du die Logistik sicher? Ich sehe hier Kisten mit Mineralwasser, die da stehen. Ja, das ist jetzt nichts Weltbewegendes bei uns. Das war, muss man auch wieder schon sagen, das war bei uns immer schon so, von Volker Finke bis heute. Bei uns gibt es im Mannschaftsbus wirklich nur Apfelsaft und Mineralwasser. In anderen Mannschaftsbussen gibt es Bier, alkoholfreies Bier haben wir seit neuestem auch an Bord für ein oder zwei Spieler, die es wollen. Aber ansonsten haben wir da keine exklusiven Auswahl, also Sortiment zum Auswahl. Wir haben hier noch einen Kühlschrank, da gibt es dann Joghurts und Speiseprodukte und das war's. Also ganz easy. Und eine Kaffeemaschine habe ich gesehen. Kaffeemaschine, da sind wir auch ein bisschen anders wie andere Vereine. Mhm. Wir essen meistens nach dem Spiel im Stadion. Nach dem Spiel müssen die Jungs ja Kohlenhydrate kriegen. Viele Vereine haben noch eine große Küche an Bord, wo sie mit Warmhaltegeräten arbeiten und im Bus essen. Das machen wir nicht, weil bei uns ist eher wichtiger, dass die Spieler mehr Beinfreiheit haben und Platzkomfort, weil wir doch immer die längsten Reisen in den Süden. Wir müssen halt doch immer in den Süden reisen. Wenn man in Köln ist oder Gladbach im Westen, hat man doch nicht so die weiten Strecken. Aber wir haben immer die Arschkarte gezogen und müssen in Süden fahren. Und deswegen legen wir mehr Wert auf Platz und ein bisschen Komfort, wie auf große Küchen und große Pump haben. Wenn du Lenkzeiten einhalten musst, wie oft musst du Pausen machen oder so? Ja, ich mache halt meistens so meine 4,5 Stunden, die ich darf, reize ich schon komplett aus, mache dann eine Pause, wenn es von der Pause her reicht. Ansonsten fahrt mir auch schon mal ein Fahrer entgegen und wir wechseln uns dann ab. Also da sind wir schon bestrebt, dass die Lenkzeiten eingehalten werden. Das Hauptproblem bei mir an Spieltagen ist meistens die Schichtzeit ändern. Weil morgens, wenn wir zum Beispiel ein Abendspiel haben, dann ist morgens noch Training oder Anschwitzen in dieser Stadt. Dann muss man zwischendurch noch ins Stadion fahren, die Kabine einräumen. Und dann fährt man abends nochmal zum Spiel und nach dem Spiel dann nach Hause. Das heißt, man hat einen recht langen Arbeitstag. Und da macht meistens die Schichtzeit das Problem und da haben wir dann den zweiten Fahrer, der mich dann ablöst. Richtig, praktisch wie bei Langstreckenflügen, ne? So läuft das dann. Genau. Nun hast du mir gesagt, ihr würdet gerne ein bisschen ökologischer sein, was die Fortbewegung angeht. Was wäre denn deine Vorstellung, was so ein Bus für die Zukunft dann haben müsste? Einen anderen Antrieb? Ja, vom Antrieb her finde ich es jetzt ganz okay. Einfach vom Antrieb her klar, von was für ein Produkt. Man muss jetzt schon sagen, wenn den Jungs, manchmal sitzen sie dann vorne bei mir und dann schauen sie, wie schnell fahre, fragen mich dann mal Tankinhalt, PS und so, gerade wenn sie neu sind. Und ich sage ihnen dann immer, so, schätzt mal, wie viel Liter Sprit wir brauchen und so. Und die fahren ja meistens große Autos, wo selber 20 Liter Sprit brauchen, ja, wenn sie selber tanken müssen. Dann sage ich, hier, schau mal, bin jetzt 1000 Kilometer gefahren, hier, Bordcomputer, 19,8 Liter. Was? 19,8 Liter mit einem Riesending? Das ist halt schon sensationell, was sie getan hat die letzten Jahre in der Entwicklung. Aber natürlich wünschen wir uns alle jetzt, Freiburg ist ein Vorreiter in vielen Klimasachen und auch das Reiseunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, die Spedition, schaut auch immer, dass sie auf dem neuesten Stand sind, was Antriebstechnik betrifft. Und da wünschen wir uns jetzt schon, dass irgendwas von Daimler dann irgendwann in naher Zukunft kommt. Und da wären wir halt als SC Freiburg gern auch ein Vorreiter, wenn wir in 2-3 Jahren, man weiß nicht, wie die Entwicklung weitergeht, oder wenn es ein Prototyp ist, man sagt, wäre doch mal geil, SC Freiburg als Testobjekt. Da wären wir sicher sehr aufgeschlossen, die Spedition, die das mit uns betreibt, sowohl aus SC Freiburg, auch wenn es ein bisschen mehr Aufwand wäre für mich, wären wir da gern bereit, aber da wären wir gern bereit, der Vorreiter zu sein in der Bundesliga. Da wäre wahrscheinlich Wasserstoff dann die richtige Lösung. Wahrscheinlich, was aktuell gerade Reichweite angeht, genau, ne? Auf dem Markt ist. Aber da sind wir sehr offen in alle Richtungen. Okay, da können wir nur sagen, wir haben im Moment zwei Prototypen laufen, den Gen H2 Truck, der 1000 Kilometer Reichweite hat, der dann demnächst in den nächsten 2 Jahren in die Kundenerprobung geht. Und vielleicht können wir dann rechtzeitig was anbieten, was gut zu euch passt, was die entsprechende Reichweite dann auch hat und was dir auch beim Fahren Spaß macht. Das sollte ja dann auch noch. Das sollte auch nicht drunter leiden, soll ich sagen. Wenn in Kasseler Berge wieder wie früher von LKWs überholt wird, dann das wäre schlecht. Wie viel PS hat der hier? 480. Okay, das geht. Ne? Ja, also ich beschwere mich nicht von der Ausstattung her. Motorisierung und technische Ausstattung sind wir hier vom Feinsten, was Setra oder Mercedes zu bieten hat. Okay, gut. Wollen wir dann mal ins Stadioninnere gucken?
Gern, jetzt habt ihr das Baby gesehen, jetzt seht ihr dann mal das andere Baby noch. Jetzt sind wir sozusagen im Heiligtum des SC Freiburg, hier drin im Europa-Park-Stadion. Ganz neues Stadion, ein Schmuckkästchen. Wie laut ist es, wenn hier richtig die Post abgeht, Stefan? Sehr laut. Sehr laut. Am Anfang wusste man nicht so genau, wie es kommt und wie es wird, aber es hat sich jetzt wirklich rauskristallisiert, dass es eine Top-Atmosphäre ist mit der Wand, auch mit den Stehplätzen. Mhm. Und es ist wirklich top. Wie viele Leute passen hier rein, Pim Raum? Kann es nicht genau sagen, aber 34.500 sind es, glaube ich. Okay. Weil ja nicht mein Stadion, sondern das alte Stadion, ja, aber 34.500. Ist das so Gänsehautatmosphäre, wenn man hier reinkommt, wenn es am Spieltag ist und die Bude voll und die Gesänge? Und ich sag mal, nach 25 Jahren, das hat man ja auswärts auch schon, und man hat schon im alten Stadion, das auch schon extrem eng und gute Stimmung war, alles schon erlebt. Aber es ist besser hier, wie ich es gedacht habe. Also wird immer noch das Wow-Gefühl hat man immer noch. Auch. Kann man immer noch sagen, dass Freiburg eigentlich ein familiärer Verein ist? Also das kann man definitiv sagen. Ich bin jetzt so lange im Verein und im Moment wachsen wir stetig. Das ist normal, das hat jeder gewusst mit dem neuen Stadion. Wir haben mehr Standorte. Die Frauenfußballabteilung wird gestärkt, da wird mehr gemacht. Wir wachsen täglich, aber sind doch immer noch ein sehr familiärer Verein. Auch von den Vereinsstrukturen relativ flach, die Hierarchien. Und das merkt man dann schon auch. Und die zweite Mannschaft spielt in der dritten Liga. Das ist ja auch Profifußball. Kann man nicht anders sagen. Hängt dein Herz mehr an der zweiten oder mehr an der ersten? Nee, also die zweite Mannschaft spielt bei mir im Stadion, im Dreisamstadion. Und mit denen habe ich wieder mehr Berührungspunkte. Aber die erste Mannschaft nach so vielen Jahren natürlich schon ein bisschen mehr. Das Prunkstück des Vereins. Mhm. Wenn du noch mal vor der Wahl stehen würdest, weiter beim Audi zu schaffen oder hier anfangen zu arbeiten, würdest du was anders machen? Definitiv. Wenn man es jetzt so gelaufen, wie es 25 Jahre gelaufen ist, definitiv nicht. Mhm. Aber das wusste man natürlich dazu mal nicht, dass es so läuft. Nee, perfekt. Okay, jetzt müsste man natürlich noch eine Frage zum Schluss stellen. Die will ich auch gerne stellen. Hörst du mal auf, diese wunderbaren Busse zu fahren? Möchtest du da irgendwann nicht mehr? Und was macht man, wenn man da Nachfolger werden möchte? Oder deine Nachfolger? Das ist eine schwierige Frage, die mich auch schon länger umtreibt. Also es wird so sein, dass ich nicht bis in die Rente den Bus fahren werde, weil ich doch auch in den letzten Jahren viele Wochenende geopfert habe. Und das will ich ein bisschen reduzieren. Und ich habe einen zweiten Fahrer, der ein bisschen angelernt wird. Und mein zweiter Fahrer, der ist auch ein bisschen jünger. Mhm. Der könnte in die Fußstapfen kommen. Also ich glaube, da muss man einfach nicht viel machen. Wie gesagt, so anspruchsvoll ist das nicht, der Job. Und ich denke, man wird sehen, wie es hier weitergeht im Funktionsteam. Ära Streich etc. Vielleicht gibt es ja mal ein komplett großer Umbruch, Trainerteam. Mhm. Es gibt auch Fußballtrainer, die ihre Busfahrer schon mitgebracht haben. Auch das gibt es schon in der Bundesliga. Und da weiß man nie, was auf einen zukommt vom Funktionsteam, weil es mir ganz wichtig, dass dieses Team eng und kompakt ist und gewisse Leute beinhaltet. Und da gibt es eigentlich keine Aber Aussicht. So wie das im Moment aussieht, wird die Ära Streich noch lange nicht zu Ende sein. Ne? Ah, ich glaube, es ist schon sehr kräftezehrend, gerade jetzt die letzten Jahre mit Europa League, DFB-Pokal war mal letztes Jahr im Finale. Es geht ja jetzt komplett. Im Moment läuft alles rund und da ist auch der Trainer entspannt. Es kommen aber vielleicht wieder Zeiten, wo es nicht mehr so rund läuft. Und da ist auch der Trainer nicht mehr so entspannt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es ausgeht. Hauptsache, du bleibst entspannt, wenn du deine Kundschaft durch die Gegend fährst. Das muss ja sein. Oder eben auch dein Dreisamstadion dann betreust. Das muss auch so sein. Ja. Wir sind dankbar dafür, dass wir hier sein durften. Herzlichen Dank. Danke auch so. Und wir haben auch ein kleines Gastgeschenk, das wir überreichen würden. Das ist nichts Besonderes, aber für uns schon. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Die T-Rocks. T-Rocks, ja. Und wir are Daimler Trucks. Perfekt. Und ich würde mich freuen, wenn du es gelegentlich anziehst. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dasselbe. Und du bist umgekehrt auch herzlich eingeladen bei uns. Guck dir gerne die Busproduktion an, wenn du möchtest. Sag Bescheid. Machen wir möglichst Komm gar keinen. Komm ich vielleicht Fall. Mal drauf Ja, zurück. Bitte. Wir hätten natürlich auch noch ein Geschenk. So, wie es gehört. Wie es gehört. Mit der Größe habe ich nichts zu tun. Ja. Nee, das passt. Das passt. Entweder hängt ihr es in die Vitrine bei euch. Ja, passt. Oder Super. Wie ja, auch nee, immer. Das also kommt, das kommt Daimler Truck, die Nummer 1. Ist schon die Nummer 1. Und auch danke für das nette Gespräch. Und war mir ein Vergnügen. Man Bis zum nächsten sieht Mal. Sich. Sehr gern. Perfekt. Dankeschön. Danke auch. Das war's. Das war unser Beer Mover Talk, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und wirklich mal was anderes. Mit einem sehr, sehr netten Kollegen, der weiß, was für Produkte wir im Hause produzieren. Und wo sie gut sind und wo sie vielleicht nicht so gut sind. Aber da arbeiten wir immer dran
Und ich würde mich freuen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Gerne bald mal wieder bei Beam Mover. Dankeschön, dass ihr dabei wart.